Liebe Claudia, eine der wohl ja, schwierigsten Fragen, aber wenn wir dich da haben, dann müssen wir diese stellen. Wer war in diesen 24 Jahren wahrscheinlich oder vielleicht einige davon so die spannendsten Gäste, der spannendste Gast, den du hattest in 24 Jahren Frühstück? Ja, den spannendsten Gast gibt es leider wirklich nicht. Also ich weiß, es ist eine langweilige Antwort, weil aber bei 24 Jahren ja. Ist schon klar, das sind so viele hunderte Sendungen. Oder hattest ja Granaten aber, wie Falco. Ja, aber es gibt natürlich Sendungen, die Frühstücksgeschichte geschrieben haben. Und das war natürlich immer spannend. Also ich finde es ja prinzipiell, Menschen gegenüber zu sitzen und da was zu erfahren von ihrer Lebensgeschichte, überhaupt wenn sie gerne erzählen. Das gehört schon dazu. Ja. Also eben die sich irgendwie quälen und wo das sozusagen das PR, die PR-Stunde, die ich jetzt runterbiegen muss, dann ist das wieder was anderes. Aber die meisten erzählen ja gerne. Also Falco war natürlich legendär und das hat wirklich Geschichte geschrieben. Ist ja kurz darauf dann gestorben auch. Genau, nicht lange deshalb. Drauf. Das war das letzte große Interview von ihm und da hat er auch wirklich, wir haben das auf zwei Teile gemacht in der Karibik. Da hat er eben geladen zu seinem 40. Geburtstag. Dann, er war ja extrem launenhaft und auch natürlich drogenhaft, hat auch eine Rolle gespielt und hat Journalisten einfliegen lassen für das Fest und hat aber dann dort beschlossen, nein, er will eigentlich mit niemandem reden, was für mich irgendwie, ich habe überhaupt kein Sicherheitsnetz gehabt. Ich glaube, ich bin am Montag hingeflogen und am Freitag am Abend zurückgekommen, eher ein Wahnsinn für diese lange Strecke und habe mir gedacht, wenn das jetzt nicht zustande kommt, dann habe ich ein Problem. Und er hat sich dann in der Villa verbarrikadiert und hat uns beschimpft und jetzt, er hat überhaupt keine Lust und warum, was man da macht. Und dann aber Gott sei Dank hat er sich wieder beruhigt und ist auch beruhigt worden. Ich glaube, damals vom Hans Reinisch. Drogen wahrscheinlich auch. Vielleicht auch. Und dann haben wir begonnen, das weiß ich noch, hat er gesagt, dann komm morgen. Und dann hat er gesagt, ja, also musst du selber aus dem Kühlschrank nehmen und dann nimm dir was, Alter. Oder ich weiß, also er war halt dann immer sehr lässig. Das war eh nett gemeint. Ich habe ihn ja schon gekannt. Ich war froh, dass er da sitzt. Und dann hat er schon, also er war jetzt ein wahnsinnig kluger Mensch und hat übers Leben und auch diesen schnellen Erfolg, hat er mit 28 damals den Nummer 1 Hit gehabt und mit Amadeus und es war faszinierend natürlich ihm zuzuhören und dann weiß ich noch, dann haben wir über sein uneheliches Kind gesprochen, seine Tochter, da ist ja erst draufgekommen nach 13 Jahren, dass sie nicht von ihm ist, hat er einen Vaterschaftstest machen lassen und dann, das hat ihn so richtig geknickt, dieses Thema und dann hat er gesagt, weil ich eben ein paar Tage dort war, das machen wir morgen weiter. Und dann am nächsten Tag, da war er etwas nüchterner. Ich kann es im Nachhinein nicht sagen. Ich weiß nicht, warum diese Müdigkeit oder diese plötzliche Pause, die er wollte, warum es dann plötzlich dazugekommen ist. Aber am nächsten Tag haben wir dann weitergesprochen und das ist tausendfach zitiert worden. Und ich weiß noch, der Niki Lauda hat das damals in seinem damaligen Lauda eher ins Sportprogramm genommen und in x Fernsehdokumentationen und das war halt so das letzte große Bild, das er und den Einblick in seine Seele gegeben hat. Da bewundern mich auch meine jungen Kollegen natürlich, die sind teilweise jünger als sozusagen das Datum des Interviews war 98. Und ja, das ist schon etwas, auf das man gerne zurückblickt. Also das war sicher eine ganz besondere Sendung.